Hallo, da bin ich ein letztes Mal auf der Brücke. Heute ist Ostermontag, der letzte Urlaubstag. Heute habe ich mir nicht so viel vorgenommen, denn ich muss ja noch zurückfahren durch den Osterreiseverkehr. Das wird bestimmt ein Spaß werden. Ich möchte noch nach Anklam fahren und mir die Stadt anschauen. Das sind ja nur 28 Kilometer eine Strecke. Also ganz okay. Der Wind ist natürlich auch nicht aufgefrischt, aber da muss man jetzt nochmal durch. Den Tag muss man ja nochmal nutzen heute. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei bei dieser Tour. Die ersten 10 Kilometer sind dieselben wie die letzten von gestern. Also, die kennt man schon so ein bisschen. Aber andere Richtung sieht das ja doch meistens immer wieder ein bisschen anders aus. Einfach nur mal lauschen. Schöner Frühlingswald. Jetzt ist die Straße noch voll in Ordnung. Mal sehen, wie es weitergeht. Das Lenkerband ist das einzige, was gestern so ein bisschen gelitten hat. Da bin ich gestern hergekommen. Jetzt wird's neu. Vor allen Dingen der Belag ist bis jetzt weiterhin gut. Da haben wir doch das Schild. Aber bis jetzt sieht das gar nicht so schlimm aus hier. Sehr einsam hier. Jetzt kommt lange nichts und dann ist plötzlich doch mal wieder so ein kleines Örtchen.
wieder diese riesigen Felder hier. Dort ist Anklam ja schon zu sehen. Ist nicht mehr weit, ist es ja schon. Jetzt fahre ich noch mal in die Innenstadt rein, zum Marktplatz. Mal schauen, wie es da aussieht. Dann mache ich da noch eine kurze Rast und dann fahre ich auch wieder zurück nach Wolgast. Aber das werde ich dann nicht mehr filmen, die Rücktour. Das war's, angekommen. Die Tour ist zu Ende. Oh, hier an Anklam sieht sie auch eigentlich ganz toll aus. Sie hat auch einen berühmten Sohn, Otto Lilienthal, ein Pionier der Flugkunst. Da gibt es auch ein Museum hier. Ja, das war der Urlaub jetzt. War ja echt schön. Tolle Tage, super Wetter. Naja, ich bereue es nicht, dass es jetzt nicht so warm war wie woanders. Aber war trotzdem klasse. Also ich hoffe, es hat alles gefallen, denn bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Moin, moin.